Hi, willkommen zum kleinen Infovideo. Mit diesem Infovideo. Wir werden heute gar nicht spielen. Ja? Heute kommt ein Video raus, das, was uns Hilfe rauskommen sollte. Das kommt später heute. Ich habe es auf 18 Uhr angesetzt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin nicht dazu gekommen, es gestern über Nacht hochzuladen, sondern erst heute Vormittag. Die Begründung ist leider ein bisschen traurig. Warum fliegt denn ein Fisch in der Luft? Ist egal. Weswegen ich dann halt nicht geschafft habe, das Video rechtzeitig hochzuladen, das halt bereit war. Das Video ist mittlerweile hochgeladen, ja. Trotzdem setze ich das mal auf 18 Uhr an, dann ist es halt heute Abend da. Mensch, guck mal, den Pflanzen, da sind die ein bisschen Party, ne? Komm, bleib einfach hier. Wisst ihr was? Werden eh alle rumjammern, wenn wieder nur Nacht ist. Ich würde auf 12 haben. So, leco mio. Ja, das erlaube ich mir gerade. Ich habe schlechte Laune. Und zwar richtig schlechte Laune. Max? Nein. Gut, Video A kommt heute 18 Uhr. Und dann voraussichtlich die ganze Woche erstmal stark zurückgefahren. Eventuell kommt, Entschuldigung, morgen gar kein Video. Übermorgen weiß ich auch nicht. Ist nämlich gerade bei mir ein kleines bisschen schwierig. So, zum einen, ob der Server so weiterläuft wie jetzt, kann ich noch nicht sagen. Sondern, weil, ich habe ja gestern im Video gesagt, ich finde das irgendwie ziemlich scheiße, dass Void jetzt einfach wieder abgehauen ist. Und mich hier mit der ganzen Base mich hier alleine hier zurücklässt. Obwohl sie halt gesagt haben, wir machen den Server hier, bauen ihn auf. Ich hatte ihnen auch gesagt, es kann eine Weile dauern, bis ein paar Spieler kommen und sich hier auf dem Server ein bisschen festigen. Müssen halt Raids ein bisschen zurückfahren und nicht sofort alles wegraiden. Das habe ich auch im Video gesagt, also das gilt eigentlich quasi für alle, wenn ihr anfangs halt alle wegraidet. Leute, die meisten hier vom Server sind kleine Kinder. Ja? Es sind genau die kleinen Kinder, die keinerlei Ausdauer haben und sofort sich verpissen. Das heißt, der Server hat jetzt 6 Mitspieler außer mir, kein Warranty. Und die sind halt abgehauen. Da hat der Max mir gesagt, unter dem Kommentar, müssen wir nochmal drüber reden. Die spielen gerade auf dem Server mit deutlich höheren Werten, mit 50, 60 Spielern, weil da dort das Wiederaufbauen halt nicht so lange. Ich möchte persönlich auf so einem Server eigentlich ungern spielen, wobei, ich bin gerade überlegen. Und deswegen frage ich auch euch in die Kommentare, schreibt es bitte rein, soll man den Server hochschalten, dass, wenn ihr mal geradet worden seid, ihr am nächsten Tag wieder aufgebaut sein könnt. Das ist nämlich wichtig. Weil ansonsten wird dieses Projekt hier leider nicht weiter funktionieren können, weil eben die den Server bezahlen, eben nicht mehr auf diesem Server spielen und danach keinen Bock haben, das Ganze zu bezahlen. Ich bin davon gerade, ehrlich gesagt, etwas stark enttäuscht, weil ich habe denen von Anfang an gesagt, es muss laufen. Du kannst nicht nach einer Woche sagen, nee, sind wir noch zu wenig Spieler, tschüss. Sondern das muss hier tatsächlich dauerhaft versucht werden auch. Ja, super. Hätte ich ehrlich gesagt wissen müssen, dass ich mich da nicht drauf verlassen sollte. Tja, Pech gehabt. Wieder was gelernt. Weil ich hab dir auch gesagt, so, wenn du jetzt hier als Server startest und ich starte ein Projekt und sagst nach einer Woche so, nee, hab keinen Bock mehr, dann fällt auf meinen YouTube-Kanal zurück und das geht dann leider nicht. Das ist halt scheiße. Das ist halt eben jetzt genau das Problem. Wir sind gerade wieder an diesem Punkt und das stört mich persönlich halt extrem stark, dass der Server eventuell wieder abgeschaltet wird, weil eben keine Spieler da sind, weil sobald jemand geradet wird, sofort weggeht, weil er nämlich keine Lust mehr hat. Das finde ich auch schade, dass halt gar keine Ausdauer dabei ist, hier weiterzumachen. Naja gut, kann man nichts gegen machen. Dann, warum wird es keine Videos geben oder wenig Videos die Woche über? Ich habe gerade 2 Prüfungen am Laufen. Ich habe, wie ich festgestellt habe, jedes Wochenende die MABV-Prüfung, oder ein Test, eine Prüfung, also ich habe 6 Tests, das sind eine Theorieprüfung zusammen, jedes Wochenende eine und am Ende nochmal eine praktische Prüfung. Die muss ich halt so üben, ne? Muss halt da aufpassen und so. Sollte nicht allzu schwer werden, hoffe ich. Und zum anderen mache ich ja meinen Führerschein, den habe ich gerade extrem weitläufig aufgeteilt, auch wegen jetzt MABV-Prüfung und so. Aber diese Woche habe ich mir meinen kleinen Übungscomputer, den sogenannten Theo, abgeholt und den habe ich halt nur eine Woche kostenlos. Danach kostet er jede Woche Geld, um dann halt kommenden Montag eben dann auch die Theorieprüfung zu machen. Dafür muss ich auch üben. Und dann kommt etwas dazu noch, also nochmal obendrauf, was das Ganze noch extremst anstrengender macht und was mich ehrlich gesagt gerade echt nicht nur in die Verzweiflung trat, sondern mich auch hier gerade ganz am Heulen hält. Ich bin hier gerade, ich halte mich zurück gerade, könnt ihr mir mal glauben, ey.
wo wir ein Video machen, fällt mir gerade nicht so schwer, aber es ist einfach absolute Kacke. Und zwar, ich habe überlegt, ob ich deswegen einen Stream mache, wirklich einzig und allein mit dem Zweck, Spenden zu sammeln, weil meine Katze hat gestern Abend extreme Atemprobleme gehabt, so richtig Zunge hängt raus, kurzatmig und dabei ganz so also richtig keine Luft mehr bekommen. Ich habe so Panik geschoben. Jetzt liegt die Katze im in der Klinik und muss behandelt werden. Und ja, sieht eigentlich echt so aus, als ob die Katze das eventuell nicht überleben wird. Ne? So, im Moment herrscht Verdacht auf wie heißt es? Lungenödem. War das richtig? So ein Lungenödem? Ödem? Halt Flüssigkeitssammlungen in der Lunge und das endet wohl, wenn man mal Google benutzt, häufiger tödlich und naja gut, bei Google endet irgendwie alles tödlich. Wenn du hustest, wirst du sterben, aber ne? Ist jetzt noch da, über Nacht da geblieben, Sauerstoffbox geblieben, wurde entwässert, also was bekommen, das ist halt Flüssigkeit. Ja, das ist halt ein bisschen austrocknet, kann man schon was sagen, oder so, keine Ahnung. Dass halt die Flüssigkeitsbildung zurückgeht. Und ja, heute kriegt er dann noch, oder wahrscheinlich sogar jetzt in diesem Moment, hat mich der Arzt eben angerufen, weil es könnte auch eine Herzerkrankung sein, die er bekommen hat. Also es kam so plötzlich, ne? Weißt du, gestern Mittag, Nachmittag kam ich nach Hause, ging es der Katze gut, weil ich das Video gemacht habe. Habe mit ihm gekuschelt, ein bisschen Snacks gegeben, wo er voll gierig und glücklich drauf ging. Dann im nächsten Moment kackt er mir da ab und ich habe, boah, ey, das ist echt nicht schön. Ne, und da ruft mich der Arzt eben an, Herz-Ultraschall-Untersuchung, Katze ist gerade ein bisschen aggressiv drauf, hat keinen Bock mehr. Braucht Beruhigungsmittel, damit die das in Ruhe machen können. Ne? Und das ist, wenn halt Verdacht auf Herzprobleme besteht, gibt es ein Restrisiko, dass die Katze eben diese Beruhigung nicht überlebt. Und boah, da gibt es gerade so eine extrem unfaire Sache. Ne? Und zwar ist es, weswegen ich eben gesagt habe, im Spendenstream das zu finanzieren, es kostet über 600 Euro gerade einfach mal über Nacht, weil das ja auch mit Notfallklinik und so war, ob ich nicht dafür einen Stream machen soll, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, zumal, ja, es geht halt nicht, ne, also es ist irgendwie falsch, also dieses Problem, ne, weil einige wissen ja, ich habe ja keine Kohle dafür gerade, mein Geld geht einfach gerade zum Teil einfach in Fahrkosten und so drauf. Ja, ich habe gerade Glück, ich werde gefahren von einem Kollegen dort nach Aachen für die Prüfung und so am Wochenende. Aber wenn der halt mal nicht kann, braucht halt Fahrgeld. Ich habe gerade ein bisschen Geld übrig. Ne? YouTube hat ja gerade, kriege ich jetzt wieder 100er ungefähr. Dann habe ich etwa 400 Euro auf Patte, die ich dafür benutzen kann. Mutter hat noch ein bisschen und dann Finanzierungsmöglichkeiten. Und so wenig ich mit meiner Schwester gerade zu tun habe, habe ich die eben angeschrieben, dass ich ihre Hilfe auch brauche. Allein schon wegen der Fahrt, weil es einfach voll weit weg ist. Weil die Tierklinik bei uns hier in Leverkusen, habe ich gestern Abend angerufen, die haben schon einen Notfallpatient, die können meine nicht aufnehmen. Dann mussten wir bis nach Pulheim noch fahren, von Opladen aus nach Pulheim. Einfach so mitten in der Nacht. Und dann habe ich die Tierklinik, wollten wir den dann heute abholen, den nach Leverkusen bringen, dass der halt da zur Behandlung bleibt. Weil ja, durch die Behandlungen, denen es ja erstmal besser ging, ne, den Sauerstoff und so. Und dann, rufe ich da an. Ja, bringen Sie den mal zwischen 5 und 7 Uhr vorbei, nachmittags. Ich weiß nicht, wie viele sich jetzt mit Leverkusen und Köln und der Rheinbrücke auskennen, aber zum Feierabendverkehr kommst du da nicht mehr drüber. Und ich habe keine Lust, mit einer todkranken Katze da 2 Stunden festzuhängen. Es geht nicht. Also bleib dir erstmal da, sag mal, du umsonst dahin gefahren. Boah, ich hoffe so sehr, dass es dem Tier besser geht. Ich komme mit dem Gedanken nicht klar, dass ich, allein weil ich das Geld für die Behandlung vielleicht nicht habe, dass er deswegen eingeschläfert werden muss. Das ist einfach so falsch und unfair, ey. Das ist so, boah, da kommen gerade die Tränen, ne? Ja, ich wollte nur, dass ihr wisst, weshalb keine Videos kommen. Vielleicht werde ich streamen und dann wirklich, dann will ich ehrlich zu euch sein, einzig und allein zu den Zwecke, Geld zu sammeln für die Behandlung. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Zu wenig Zuschauer und zu wenig Leute, die halt, naja, es ist halt, man könnte immer gegen argumentieren, Junge, geh doch arbeiten, um das Tier zu finanzieren. Du hast das Tier angenommen, du hast die Verantwortung. Das Problem ist, ich habe keine Ausbildung. Ich mache gerade eine Ausbildung.
ja, Trainerschein ist in gewisser Weise eine Ausbildung, um eben arbeiten zu können. Und wenn ich halt ungelernt arbeite, kriege ich halt so wenig Geld, da kann ich mir die Behandlungskosten auch nicht leisten. Ja, gut, jetzt wird das Video wieder 10 Minuten lang, das wollte ich gar nicht, deswegen. Ich bitte euch nicht um Verständnis, ich sage euch nur Bescheid, wie es sein, wie es ist gerade. Also, es ist keine, kein bitte akzeptiert das, sondern ein, es ist einfach so, Ende. Gut, dann wünsche ich euch noch schöne Woche oder so, bis zum nächsten Video, wir sehen uns dann wieder, bis dann, was gut. Tschüss.